meine allerletzten Worte. Ich weiß die Dosierung der Infusion nicht, weiß nicht, wie viel NAD darin ist und was für ein Vitamin B-Komplex und wie viel Glutathion etc. Das heißt, ich springe ins kalte Wasser und so ein bisschen wie Lotto spielen. Und falls ich diesen Tag nicht überleben sollte, trinkt ein bisschen MCT-Öl auf mich mit. Falls ich diesen Tag nicht überleben sollte, bitte ich darum, dass das Beerdigungsessen auf jeden Fall ketogen stattfinden wird. Check gerade ab, ob ich noch alles dabei habe. Nicht, dass ich irgendwas Wichtiges vergesse. Jo, aber ich glaube, das ist alles. Supplements, MCT-Öl, to go, Vitamin D, Meditationsgerät, Keto Prime, bin ich gerade am Ausprobieren, das ist ganz nice. Genau, Buch ist dabei, Schlafmaske, Tagebuch, Thermoskanne. Pack es jetzt alles ein und dann können wir eigentlich direkt loslegen, dann können wir los. Und dann geht es noch schnell kurz zu Simply Keto, holen uns da unsere Bounties ab und dann ab zum Flughafen, würde ich sagen. Ich habe gerade noch mit Dr. Yassin telefoniert von Zen Pharmacy und haben jetzt um 11 Uhr morgen einen Termin da. Und dann kriege ich die Brain Reboot Infusion. Und da bin ich schon mega gespannt drauf. Es ist quasi eine Infusion, wo NAD drin ist. Das ist ein Nikotinamid, welches extrem wichtig für den Energiestoffwechsel ist, für die Mitochondrien, dass quasi genug Energie produziert wird. Und die Rezensionen sahen bisher super interessant aus. Das heißt, super viele Leute haben davon berichtet, dass die mehr Energie haben, fokussierter sind und all dieses ganze Zeug. Ist auch super wichtig für Detox, dass der Körper selbst fähig ist, genug Energie zu produzieren, dass die ganzen Giftstoffe aus dem Körper rausgespült werden. Ja, ist eine super kurzfristige Sache, die wir hier machen. Wir haben quasi vorgestern die Flüge gebucht, Gott sei Dank noch ganz günstige bekommen und alles noch kurzfristig geplant. Hallo, ungebetene Gäste. Als ich Milky Way gehört habe. Das ist Milky Way. Okay, ne? Ich lese dich. Ihr habt nur noch eins? Oh mein Gott, oh mein Gott. Bitte? Ja, ich nehme auch gerne einen Bounty. Da sage ich nicht Nein zu. Ein bisschen unter Zeitdruck. Ja, 21.30 Uhr geht der Flieger, um 21 Uhr ist das Gate schon zu. Bestandteil von den Bounties, oder? Genau, Prime Collagen. Das Whey ist bei dem Milky Way drin. Sehr gut. Ich werde euch berichten, wie die Infusion war. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. So, ich habe so ein Video gesehen, das sah ein bisschen aus wie so ein Untergrundlabor. Von daher. Also, ne? Bis dann. Ganz, ganz wichtig im Flugzeug ist genug trinken. Und wenn ihr Probleme mit der Nase habt, auf jeden Fall irgendwie mehr Salz-Nasenspray mit haben, weil im Flugzeug die Luftfeuchtigkeit bei ungefähr 6% liegt. Und ideal wäre eigentlich 50%. Das heißt, im Flugzeug habt ihr sehr wahrscheinlich den Fall, dass ihr austrocknet quasi. Das heißt, lieber mehr trinken und dafür einmal mehr auf die Toilette gehen, als zu wenig zu trinken. Jo, wir haben jetzt mittlerweile schon 2:30, sind jetzt gerade im Zimmer angekommen bei uns im Hotel. Mein Kopf ist schon mega Matsche. Wann stehen wir auf? Ich denke mal, dass wir 8 Uhr aufstehen und dann genüsslich frühstücken. Und dann geht's ab zu Dr. Yassin und zur Zen Pharmacy zur Brain Reboot Infusion. Also NAD ist quasi Nikotinamid. Und es ist super wichtig dafür, dass der Energiestoffwechsel in den Zellen richtig funktioniert. Das heißt, es ist ein Kofaktor für den Energiestoffwechsel, der direkt in den Mitochondrien sitzt.
Und es ist so, dass mit dem steigenden Alter und mit dem steigenden Aussetzen an Toxinen, schlechtem Essen, Stress etc. Unser NAD-Spiegel extrem abnimmt, alle 20 Jahre so um 50% reduziert ist. Und diese Infusion sorgt dafür, dass das NAD einfach wieder aufgefüllt wird. Und dadurch kommt dieser extrem krasse Effekt zustande, dass man mehr Energie hat, plötzlich viel, viel fokussierter ist und genau. Hi, you're Dr. Yassin? Yeah. Hi, Janis from Holland. Yeah, fine, thank you. We're going to be upstairs in the clinic, so I'll show you. Okay, perfect. So what is the main reason you want to try it? What's the, what are you hoping to achieve? I just want to try it and to write about it, to document it, and yeah, try it for my own, and yeah, feel it for my own. Okay. Yeah. So basically, NAD is a coenzyme, so it works as a hydrogen transporter across the cells, so this is one of its main functions. By doing so, it helps to generate ATP, which is the energy that our cells need to survive. So it's important for all body functions, every organ in the system. The organ that benefits the most, let's say, is the brain. So that's why we call it a brain reboot. Why do you call it a brain reboot? Because you're setting up your cells to a neutral younger state where they were, you know, when you were much younger. So as we get depleted in NAD+, what happens is we start suffering from fatigue, you know, our mental clarity reduces, we start having brain fogginess. The other effect of it, which is very common and a lot of patients come for, is the addiction part of it. And what happens is, as we're exposed to, you know, sort of addictive substances, whether it's alcohol or amphetamine or opioids or benzodiazepine, there's a depletion of NAD+, and that causes, you know, a lot of cravings, and it's very difficult to stop taking the substance. NAD+, you know, through an IV route, taken usually daily for up to 5 or 10 days, can reduce the cravings significantly compared to other routes. The one thing it doesn't do is it doesn't reduce the psychological aspect of the addiction. A bit about the procedure itself. So it's an intravenous route, so you're gonna have it through the veins. Whilst you're having the NAD infusion, it's a bit different from other standard vitamin infusions which we do here. The difference is that it's so it gives you a bit of a headache, it gives you a bit of the feeling of palpitations, and it gives you a bit of stomach discomfort. It's usually the case if it's if the drip rate is very fast. So if it's, if we slow down the drip rate, usually the effects disappear. It's a transient effect, which means that, you know, it disappears as soon as, you know, the drip has been stopped. Enjoy as well. Yeah. Huh? Back in a bit, yeah. Okay. So ich merke jetzt auf jeden Fall, dass sich meine Beine langsam schwerer anfühlen, so wie Dr. Yassin gesagt hat. Abgefahren, okay. Ja, ist ein spezielles Gefühl. Ich glaube, wenn man, wenn man Angst davor hat, dann kann das sehr schön unangenehm werden. Also es ist so ein extremes Kribbeln im Bauch hier oben. Und hier halt, es ist halt, es fühlt sich an, als ob das intensiver spürt. Ist interessant, aber es ist jetzt nichts, was für mich jetzt unangenehm ist. So, wenn man sich drauf einlässt und denkt, okay, ist in Ordnung, dann ist es nicht ganz so schlimm. Also das kann man mit irgendwas vergleichen, wie Tieren oder sowas? Ja, man muss schwer atmen so. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein angenehmes Gefühl wäre, aber es ist, ja. Moin, man. Yo, Brody, was geht? Ich bin gerade an einer Infusion dran und lass mir NAD Plus eintrichtern. Und eigentlich kriege ich noch eine Multivitamin-Infusion. Da sind die ganzen Vitamin B, also komplexe Vitamin B-Komplex drin, Glutathion, 5 Gramm, Vitamin C, Taurin, etc., Carnitin. Riesiger Cyborg am Ende. Ja, ich bin gespannt. Also die NAD Plus Infusion, die war schon ein bisschen merkwürdig vom Feeling her. Also man hat die ganze Zeit so ein Gefühl im Bauch, was ja schon so in die Richtung unangenehm geht, aber auf jeden Fall aushaltbar. Ja, ich war auch ziemlich aufgeregt vorher, das auf jeden Fall, aber ich dachte mir, ich muss auf jeden Fall mal ausprobieren. Mutig, mutig. Aber so muss man es halt machen, wenn man später irgendwie Leuten empfehlen will oder nicht. Ne? Ja, genau. Man muss es immer selbst durchlebt haben. You see, when you step outside, you feel like you're aware of people around you, you're aware of cars, so your attention to detail increases a lot. So your attention, concentration, mental clarity is much higher. So I may enjoy that. Yeah, I will. Ai, ai, ai. Ja, fühlt sich gut an.
Bye bye, see you. Thank you. Ich bin gerade so ein bisschen überladen von den ganzen Eindrücken hier draußen. Und wirklich, wie er gesagt hat, man nimmt diese ganzen Kleinigkeiten viel, viel krasser wahr. Ich könnte schon fast sagen, die Farben sind bunter als sonst. Ich muss sagen, dass ich mich auf jeden Fall energetisierter und schon ein bisschen anders fühle. Ich hätte erwartet, dass das Gefühl während der Session ein bisschen unangenehmer ist, so wie es beschrieben war. War jetzt allerdings nicht ganz so schlimm. Und der Effekt, der nachher einsetzt, den hätte ich nicht so enorm erwartet. Also man spürt einen richtig klaren Unterschied. Während der Session war das so, dass ich mich ein bisschen verstreut gefühlt habe im Kopf. Aber diese Verstreutheit ist jetzt komplett weggegangen. Und ja, ich bin sehr, sehr konzentriert. Und Dr. Yassin hat gerade schon gesagt, sobald man auf die Straße geht, kann es sein, dass man plötzlich diese ganzen Details und Kleinigkeiten viel, viel prägnanter wahrnimmt. Und es ist tatsächlich so. Ich bin gespannt, wie es die nächsten Tage wird. Ich bin gespannt, wie es morgen wird, vor allem beim Aufwachen. Ob ich mich da viel, viel noch energetisierter als sonst fühle. Und ja, generell, wie lange der Effekt also bleibt. Ob ich in einer Woche nichts mehr spüre, ob ich in zwei Wochen nichts mehr spüre. Aber jetzt gerade so wie es ist, kann es auf jeden Fall erstmal eine Zeit lang bleiben. Ich fühle mich wie frisch geboren. Das ist so richtig heftig, Mann. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Ich glaube, das ganze Team muss dahin. Was ich jetzt mega interessant finde, ist, wie werden die Leute auf diese Infusion reagieren? Also was werden die davon halten? Und zweitens, denken die, okay, ich kann jetzt einen ungesunden Lebensstil pflegen, ich kann jetzt trinken, so viel ich will und mir den Bauch vollschlagen. Dann ist ja sowieso alles egal, weil ich mir dann eine Vitamininfusion und eine NAD-Infusion setzen kann. Oder aber werden die quasi auch das Fundament pflegen und sagen, okay, ich ernähre mich gesund und ich sorge dafür, dass es mir gut geht und vielleicht, um quasi meine Performance noch weiter zu optimieren, werde ich mit solchen Infusionen wie NAD mal rumexperimentieren, was ich eigentlich einen ziemlich coolen Ansatz finde. Genau, jetzt gehen wir zum Flughafen, fliegen zurück nach Berlin. Ich fühle mich gerade immer noch sehr, sehr gut, bin heute Morgen super gut aus dem Bett gekommen, noch besser als sonst. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das in den nächsten Tagen ja, entfalten wird. Und werde auf jeden Fall nochmal davon berichten. Also, wir sehen uns.